Hallo und herzlich willkommen. Sie beschäftigen sich gerade intensiv mit der Verordnung des BSI zum Schutz von kritischen Infrastrukturen und haben Fragen zu Terminen und Aktualisierungen. Zu diesem Thema habe ich meinen Kollegen Matthias Reidanz zu mir gebeten. Matthias, grüß dich. Hallo Slavko. Matthias, kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was die neuesten Entwicklungen angeht? Das hoffe ich doch, dass uns das gelingt, denn der Dickicht, der Dschungel nimmt zu. Der Gesetzgeber hat nachgelegt, es gibt neue Fristen, es gibt neue Inhalte, neue Controls und auch ein neues Dachgesetz, was jetzt im Dezember 2022 im Entwurf veröffentlicht wurde. Hier wird auch noch einiges passieren. Das heißt, auch die Kritis-Verordnung wird sich ausdifferenzieren und auch an anderen Verordnungen orientieren. Sie haben auch den Cyber Resilience Act zum Beispiel, Cyber Security Act. Sie haben noch andere Verordnungen auf EU-Ebene, die dann auch national nochmal durchdekliniert wurden. Und diese ganzen Verordnungen, die sind für Sie relevant und die neuen Fristen eben. Wie sehen die neuen Fristen genau aus? Was hat sich da getan? Also entscheidend, denke ich, ist, dass für Sie jetzt in Bezug auf Kritis erstmal sich an der Tatsache, dass Sie alle 2 Jahre den Stand der Technik nachweisen müssen, nichts geändert hat, bis auf den Sonderfall, wenn Sie eine Energieanlage betreiben. Die Bundesnetzagentur ist da zuständig. Da gibt es ein hartes Datum, das ist Ende Q1 2024 für Energieanlagenbetreiber. Also das hat sich an der Stelle geändert. Aber die ISO auch, ISO 27.0 und 1.002 für Sie relevant, wichtiger Baustein auch beim Thema Kritis. Und die ISO wurde jetzt auch im 2022 zweimal aktualisiert. Das heißt, dort sind neue Fristen, laufen allerdings mit beiden ISOs dann für Sie für den Februar 2024 in die Prüfung. Da müssen Sie sich vorbereiten. Wie sieht es dann mit das Zusammenspiel aus zwischen der NIS 2 und den ISO 27001 und 27002 Zertifizierungen aus? Ich möchte Ihnen mal mit einer Metapher antworten. Stellen Sie sich vor, Sie haben die NIS 2 so als Vorderachse und dann Ihre Vorderachse in einem guten Zustand. Sie haben den TÜV vor sich und dann gehen Sie jetzt mit der Hinterachse, mit der ISO noch zusätzliche ins Rennen, bereiten sich vor auf die TÜV-Prüfung, kriegen Ihre Plakette, sind durch. Also das heißt, es sind wichtige Bausteine, Elemente bei Ihrer Kritis-Prüfung, die NIS 2 sowohl als auch die ISO 27001. Für den Finanzsektor kommt dann noch eine weitere Zertifizierung, korrekt, der DORA dazu, richtig? Ja, die DORA, auch wieder eine ganz neue Verordnung, der Digital Operational Resilience Act. Und diese auch wieder auf EU-Ebene zunächst mal quasi vorformuliert, aber national auch sehr, sehr wichtig hier für die Finanzbranche, die DORA. Und diese DORA-Bestimmungen, Sie wissen ja, bei der Kritis haben Sie auch den Finanzsektor mit eigenen Schwellwerten und Kategorien vor sich. Diese DORA und die UP-Kritis, die entsprechenden Controls und so weiter, sind noch nicht wirklich harmonisiert, aber da muss man ein bisschen Geduld haben. Das werden wir dann sehen, in welcher Art und Weise sich das an der Stelle ausdifferenziert. Matthias, wir sehen, dass dieses Thema wirklich sehr, sehr komplex ist. Ihre nächsten Fragen beantworten wir Ihnen gerne persönlich. Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie unserer Webseite und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.